Zeige ich mal, wie man richtig Gulasch macht. Da brauchst du keinen von diesen Fernsehköchen dazu. Da muss man grobschlächtig sein. Und je grobschlächtiger man ist, desto besser wird es. Also, ich habe da schon mal noch von einer alten Zwiebel in den Kühlschrank hinter drinnen noch gefunden. Die nehme ich da gerade noch mal, das macht ja nichts. Aber für ein Pfund langt mir selber, das ist nicht für euch vielleicht, ja, aber mir nicht. Also, jetzt schneide die da runter und machen wir den Scheiß, der da immer um die Zwiebel rum ist, halt weg. Das ist ein Scheiß jedes Mal. Und wenn man weit genug weg ist von der Zwiebel, na, braucht es keine Heile nicht. So, jetzt schneide den Scheiß da rein, der muss irgendwie auch sein, mal weg. Und dann schneide den einfach nochmal in der Mitte durch. So. Zack, 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 zack. Da brauche ich keinen Schubeck. So, jetzt sieht es schon ganz gut aus. Jetzt kommt aber das Wichtigste und das ist der Knoblauch. Jetzt nehme ich den Knoblauch da raus und nehme schon mal so einen Scheiß. Da große Kraft wie ein gerade machen. So. Jetzt. So, also jetzt machen wir das mal weg. Jetzt gucke ich mal nach, was das für ein Scheiß ist. Bloß für ein bisschen Gulasch. Oh Jesus Maria. Aber ich wohne ja nicht auf dem Land, also ich habe keinen Misthaufen, wo ich das drauf mache. So. Da gibt's, bei uns gibt es eine Biotonne. Die stinkt schon nach einer halben Stunde, nachdem sie leer wurde, stinkt die schon wieder. So. Also, und aus Knoblauch. Gar nichts da, keine Rumpfhülle fallen. So einfach durchschneiden, nein. Und. Oh, das ist eine. So. So sieht man aus, wenn man Knoblauch macht, das gibt es nicht. So. Aber wie dem auch sei, so. Jetzt schneide ich es dann nochmal auf. So. Jetzt guck auch da nach. Ah, den kann man doch mal. Das ist übrigens ein biologischer Knoblauch. Warum? Weiß ich auch nicht, aber das stand da drauf. So. Jetzt hat er den Scheiter verwischt. So. Also, einmal durch. Da liegt noch was von dem Block da. So, einmal durch und so war es einfach rein. Das ist auch ein Geschmack. So, das war jetzt mal das Erste. Jetzt habe ich einen Topf. Der ist nicht ganz sauber, aber das ist mir scheißegal. Das ist ja bloß für mich. Dann müssen die ja keinen Preis kriegen. Jetzt tue ich Edel rein. So. Schönes Edel rein. Jetzt habe ich auch nicht viel, sonst ist ja scheiße. So. Jetzt machen wir das Gulasch auf. So. Und schmeiß gleich rein. So. Fertig. So. Da. Eine schöne Fläche. So, jetzt tue ich das einfach abraten. So, jetzt tue ich mal da gucken, dass das auch nicht aufraten. Ah, da. So, das brauche ich. In der Zwischenzeit hole ich den Zwiebel und den Knoblauch.
Gell, bisher war es aber kein Hexenwerk. So, jetzt sieht es schön aus, das ist noch ein bisschen fest, das ist aber scheißegal. Jetzt kommt der ganze Schmutter, kommt jetzt da dazu, nein. So, so, so. So. Das riecht schon fast wie ein halbes Gulasch. Ganz wichtig natürlich, immer wieder umdrehen. Der Lafer den jetzt sagen, dass die Rüststoffe rauskommen. Ach, was soll das? Rüststoffe. Hauptsache schmeckt ein bisschen abbrennt. Und das muss sein. So. So, und jetzt? Und jetzt lösche es ab. Aber jetzt kommt mein Trick. Und das ist mein Trick. Ein Kaffee. Ich lösche mein Gulasch jetzt mit dem Kaffee ab. Oh. Da freut sich das Gulasch, das glauben sie gar nicht. Wenn es Hopfen kennt, jetzt drin rumhopfen. So, das lasse ich bloß einmal ein bisschen aufkochen. Und dann mache ich natürlich ein Wasser rein. Nicht zu viel, aber ein bisschen. So, jetzt wäre es meist vom Gulasch fertig, aber ich bin ja ein fauler Sack. Das muss ich ja sagen, ich bin ein fauler Sack. Also, ich nehme noch so ein Gulaschpulver da und da können sich alle anderen auf den Kopf stellen. Aber es hilft sich einfacher. So viel Zeit haben wir ja heute gar nicht mehr. Und wie die das im Fernsehen immer machen, die sagen immer bloß, ich habe die schon vorbereitet. Nix da, ich schmeiß das da rein. So. Und dann schmeiße ich den Bein weg. Und dann rühre ich das aber ganz arg rum, sonst gibt es Wolle. So. Und jetzt? Sie werden es nicht glauben. Aber jetzt ist das meiste fürs Gulasch schon gemacht. Ja. So. Und da brauchen wir den ganzen Scheiß und Fülle, wenn sie überhaupt nicht, was die immer machen. Das ist nachher so gut. Also. Und das nächste, was wir jetzt machen, das ist dann der Kartoffelsalat. Der ist noch einfacher. So, jetzt guckt noch, wie das kocht. Jetzt lass es mal aufkochen. Und dann schalte es zurück, dann kommt der Deckel drauf und dann kann es machen, was will. Zumindest 2 Stunden. Also, aber jetzt kommt erstmal der Kartoffelsalat. So, jetzt machen wir einen Kartoffelsalat. Jetzt gucke ich mal. Das hätte ich von gestern übrig, ich konnte es nicht mehr essen. Na, nehme ich es einfach für heute. Wegschmissen, wird nichts. So, dann habe ich ein paar Kartoffeln gekocht. Die Scheiße dabei ist einfach, dass man schälen muss. Viele essen es ja auch mit der Schale, gell? Aber ich weiß nicht, was da schon alles drin war. Also aus hygienischen Gründen schäle ich die Kartoffeln. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Finger gewaschen habe, aber egal, ich esse es ja selber. So, dann ist es so, oder? Dann schmeiße ich das einfach da und so rein. So. Und es gibt schon so eine Sauerei da, dass man da alles wegschmeißen muss. Bloß damit man keinen Hunger mehr hat, hat sich schon Obacher. Okay, so. Schundele. Und so geht es jetzt einfach.
Stück für Stück weiter. So. Jetzt schäle die mal und dann hört sie wieder von mir. So, jetzt haben wir dann noch eine da. Jetzt muss ich Ihnen aber noch schon was erzählen. Ich war letztens einmal in Österreich. Und dort hat ein älteres Weible dort einen Kartoffelsalat gemacht, so was habe ich in meinem Leben noch nie gegessen. Der war so gut, ich hätte drin baden können. Und wo dran ist gelegen? An die Kartoffel. Gebe Ihnen einen Tipp, wenn Sie mal nach Österreich kommen, dann kaufen Sie sich Kartoffel aus dem Waldviertel in Niederösterreich. So was Gutes in der Farbe, in der Konsistenz, im Geschmack, haben Sie noch nie gegessen. Da schmeißen Sie jede Kartoffel, die Sie in Deutschland kriegen, auf der Müllhaufen. Das sage ich nicht zum Spaß. So, jetzt ist fertig. So, und jetzt mache ich für den Kartoffelsalat, da muss natürlich auch nochmal so Zwiebeln rein mit diesem scheiß Ding da und so. Aber jetzt muss ich es ein bisschen feiner machen, weil, aber nicht viel. Weil wenn es, also mir schmeckt es nicht, wenn es so das halb ist. So, wenn es so ganz fein ist, dann spürt man ja gar nichts mehr. So mache ich das jetzt. So. So mache ich ein bisschen so. So, und das schmeiße ich jetzt da rein. So. So, und dann kommt jetzt also ein bisschen der Salz. So, ein bisschen mehr. Und dann den Pfeffer. Pfeffer ist bei mir in der weißen Mühle. Nicht, dass ich denke, die sei ein bisschen schuppt. Warum weiß ich aber auch nicht. So, das mache ich jetzt rein. So. Dann nehme ich wieder ein bisschen Öl. So. Scheiß den gar nicht zu. Doch, jetzt. So. So, dann nehme ich einen Essig. Das kann ja ganz billig Ding sein, das macht nichts aus. So. Jetzt habe ich das. Und jetzt kommt der Hammer. Nämlich ein Gemüse, ein bisschen getrieben. So. Und dann hilft bloß noch eins. Für einen guten Kartoffelsalat hilft bloß noch eins. Und das ist Mische. Also jetzt wird Mische. Oh, das ist schon ein bisschen arg feucht. Schon ein bisschen arg feucht. Aber man kann es auch reinziehen lassen. Dann kann man am anderen Tag nicht mehr lassen. Was übrig hat. So, das ist dann jetzt so weit fertig. Und jetzt gucken wir nochmal rein ins Gulasch. So, 2 Stunden hat es jetzt gekocht. Und jetzt müsste es eigentlich fertig sein, außer noch Würze. Jetzt kommt noch Salz, ein bisschen Pfeffer, aber nicht viel. Weil wir haben ja schon von dem anderen Dings da, Scheiß da, Pulver, ja schon was drin. Also. Damit das Ganze aber ein bisschen feiner wird, muss ich erstmal den Löffel abschlecken. Und mach saure Sahne rein. Das gehört sich, das gehört einfach. So. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, dass das schon seit dem Juni abgelaufen ist. Jetzt nehme ich es wieder raus. Das verdrehe ich jetzt nicht, das ist ja furchtbar. Deshalb mein Tipp. Mein Tipp für daheim.
guckt sie immer aufs Datum, ob das abgelaufen ist. Vielleicht könnte man es ja noch essen, aber jetzt ist das schon 3 Monate her, das mache ich dann doch nicht. Also schmeiß es halt weg. So, jetzt kommt der große Moment. Jetzt probiere ich es mal. Ja. Man kann springen lassen. Und wie geht es zum Kartoffelsalat? Der sieht doch jetzt wirklich gut aus. Jetzt gucken Sie da mal nach. Ich hebe sie nicht mal. Genau, gucken Sie. Schön, gell? Oh, jetzt mache ich mal das Licht aus. Vielleicht stimmt dann Farbe auch. So kommt er gut, gell? Ja, das sieht ja gut aus. So, jetzt fehlt bloß noch eins. Wenn Sie jetzt noch was dazu wollen, machen Sie sich Spätzle oder Gemüse, oder das ist doch mir eigentlich scheißegal, was Sie dafür nehmen. Aber soll einfach schmecken. Und das nächste Mal, da machen wir dann Spätzle, aber auf meine Art. Gute Nacht. Und so muss ein Kartoffelsalat mit Gulasch aussehen. Beides muss in der Soße schwimmen. Und jetzt brauche ich bloß noch jemand, der den Saustall wieder aufräumt. Aber ich weiß schon, wer es ist. Einer ist immer der Arsch und ich weiß nicht mal warum. Also, ade.